3000 YouTube-Abonnenten. Wow, danke schön euch sehr herzlich. Natürlich im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland sind 3000 Abos ganz, ganz wenig. Gleichzeitig aber, hey, ich bin ein österreichischer Nischenkanal und natürlich freue ich mich über jedes Abo, aber es geht schlussendlich mir nicht um die Maximierung der Abos, sondern um Inhalte, die eben rund um das Thema Online-Poker für mich und natürlich auch für euch interessant sein könnten. Und jetzt gibt es eben eine kleine Feier, wieder mal 3000 Abonnenten. Ende Jänner waren es 1000 Abonnenten, Mitte Mai waren es 2000 Abonnenten und jetzt Ende September 5000, nein, 3000 Abonnenten. Das war eigentlich mein Jahresziel. Das heißt, den Rest vom Jahr kann ich mich auf die faule Haut legen und meinen Triumph genießen. Warum mache ich das Ganze? Naja, die Idee war ja eigentlich für die Website poker-test.at, dass ich dort eben als Andreas Kreiner ein bisschen mehr das Ganze aufpeppe und nicht nur mit Text und Bild, sondern eben auch mit Bewegtbild glänze oder versuche zu glänzen. Und so habe ich eben begonnen, eben Videos zu den Inhalten zu drehen, die eben da auf der Webseite vorhanden sind. Und irgendwann hat sich das Ganze ein wenig auch verselbstständigt. Das heißt, es gibt auch einige Videos, zu denen es gar keine Inhalte auf der Webseite gibt. Und mittlerweile versuche ich eben ein- bis zweimal in der Woche ein passendes Video zu drehen bzw. euch hochzuladen und zu präsentieren. Und das Ganze monetarisiert? Nein, nicht monetarisiert. Das heißt, ihr habt bei mir keine nervigen Einblendungen von irgendwelchen Menschen, die eben euch sagen, mit System reich werden oder wenn du jetzt in die Masterclass kommst, dann wirst du eben ganz, ganz bald sechsstellige oder siebenstellige Umsätze generieren. Nein, 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 das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es nur mich und das war es. Das heißt, du kommst sofort in das Video rein und kannst damit machen, was du eben willst. Was hat sich denn seit Mai großartig verändert? Wenn ich mir eben diese YouTube-Statistiken ansehe, dann muss ich eben unterm Strich sagen, nein, es hat sich eigentlich nichts von den Größen verändert, denn ich schaue da rein, eben die meisten, die meine Videos sehen, sind unsubscribed, sind eben keine Abonnenten. Die kommen meistens eben über eine Google-Suche auf meine Seite beziehungsweise auf meinen YouTube-Kanal. Der Frauenanteil ist noch immer genauso groß, wie er eben vor 4 Monaten waren, bei rund 5%. Das heißt, 95% sind Männer, rund 12% zwischen 18 und 24 Jahren. Die Mehrheit ist im Alter zwischen 25 und 34 Jahren und dann eben von 35 bis 44 Jahren rund 29%. Und der Rest ist eben ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Aber man muss da natürlich mit berücksichtigen, dass es ganz einfach ein gewisses Alter gibt, die sagen, okay, ich finde meine Informationen auf YouTube. Und das ist eben auch gerade diese Generation 25 bis 34. Die darunter werden wahrscheinlich dann eher auf Instagram fündig, beziehungsweise da noch einmal drunter auf TikTok. Und YouTube spricht ganz einfach eine gewisse Generation an. Es gibt natürlich Ausreißer nach oben und nach unten. Und ja, bei mir ist es eben so. Die meisten Zuseherinnen und Zuseher sind eben aus Österreich mit rund 75%, dann eben einige Deutsche. Dann kommt sogar Rumänien vor Switzerland laut dieser Auswertung. Ja, und das eben in den letzten 28 Tagen. Ansonsten, ich habe ca. 150 bis 180 Abonnenten neu in einem Monat. Das variiert dementsprechend. In der Corona-Zeit waren es dementsprechend mehr. Aktuell pendelt es sich eben auf diesen Wert ein. Und das heißt, wenn ich das jetzt hochrechne bis Ende des Jahres, kann ich ca. mit 3500 Abonnenten rechnen, wenn ich das eben genauso weiter mache wie bisher. Der Inhalt des Kanals ist in erster Linie Brokervergleiche, das heißt, ich stelle euch interessante Broker vor. Ich versuche euch Aktuelles mitzuteilen, das heißt, gibt es irgendwo Aktionen,
Was ist mir denn aufgefallen? Ich versuche Hintergrundinformationen zu liefern zu verschiedenen Brokern, zu Abrechnungen, zu Wertpapieren und so weiter. Was ich bisher nicht gemacht habe, ist irgendwelche Aktien vorzustellen oder andere Dinge in diesem Bereich. Das heißt, ich versuche euch in erster Linie ein How-to, wie gehe ich denn bei den einzelnen Brokern um, was bieten die, was bieten sie nicht, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Das ist das, was eben im Mittelpunkt dieses Kanals steht und ich habe grundsätzlich vor, dass ich das so weitermache. Dennoch bin ich natürlich auch interessiert daran, was euch denn interessiert, beziehungsweise wo ihr euch denkt, na, das könnte vielleicht eine Idee sein für mich. Ich habe daher eine Seite gemacht auf broker-test.at, wo ihr eben eure Ideen für mich eben als Kommentar schreiben könnt und vielleicht nehme ich diese eben auf. Was ich nicht machen kann und nicht machen werde, ist irgendwelche Videoideen von Leuten, die sagen, oh, du, ich habe da ein Depot bei der Giro mit ein paar ETFs drin und ich weiß nicht, wie ich die zu versteuern habe. Könntest du doch ein Video dazu drehen, wie ich das denn machen soll? Hier sind meine Daten. Also das ist einfach eine Auftragsarbeit und Auftragsarbeiten mache ich nicht, insbesondere weil ich ja nicht einmal ein Steuerberater bin. Das heißt, hast du dieses Problem, warte nicht auf ein Video, sondern geh zu einem Steuerberater. Auf der Webseite broker-test.at findest du eine Idee, wie es funktionieren könnte. Aber wenn du eben eine Anleitung benötigst, die eben Hand und Fuß hat, dann gehe eben dementsprechend zu einem Steuerberater. Was ich machen kann, ist eben Allgemeines, Generelles zu erzählen, beziehungsweise Meinungen, wie ich es denke, dass etwas sein könnte. Aber sehr viel Konjunktiv da drinnen. Das heißt, ich weiß es nicht, ich bin genauso wie ihr ein 0815 Normalanleger. Deshalb alles, was ich sage, immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Danke sehr fürs Zusehen, danke für deine Aufmerksamkeit, danke euch, macht das Ganze einen Spaß und mach es eben dann gerne, motiviere mich, dass ich mich wieder hersetze, dass ich ein Video drehe, dass es dann schneide, dass ich es hochlade, dass ich einen Beschreibungstext darunter knalle und ja, das sind schon ein paar Stunden für jedes Video, auch wenn es einmal kürzer und einmal länger ist, aber es ist schon ein dementsprechender Aufwand, der da dahinter steckt. Das heißt, über Likes, über Kommentare, über Abos freue ich mich dementsprechend. Also bis bald und auf Wiedersehen auf broker-test.at oder eben hier auf diesem YouTube-Kanal, damit da irgendwann auch der 4000er gefeiert werden kann. Also bis bald, euer Andreas.